Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich hatte einige Probleme, deshalb kam längere Zeit keine Let's Play mehr mit OpenRoadcaster Software in Kombination natürlich mit dem Spielaufnahme von Champions of Regnum. Also sieht recht CPU und es kann manchmal ein bisschen laggen, ein bisschen lang ziehen oder so. Da kann man leider nichts machen. Ich hoffe, es bleibt relativ gut. Es ist momentan bei 30% meine ich. CPU-Auslastung und ja, das sollte eigentlich noch reichen, um flüssig zu laufen. Wenn dann kurz in den Städten, in den Dörfern oder so. Das ist nicht genau, was ich machen muss hier. Weder Gyro, okay. Diesen hier, hä? Gut. So, weil ich muss jetzt auch wieder reinkommen. Ich habe längere Zeit natürlich nicht spielen wollen, wenn ich keine Aufnahme machen kann, oder? Ich will euch die Sachen zeigen. Und, der greift gar nicht an. Da muss man zum Angreifen zwingen. es ist halt nun mal so, dass es ein altes Spiel ist, dadurch ein bisschen Probleme macht. Ich hoffe aber, es gefällt euch wieder, dass ich aufnehmen kann. Und dass wir eventuell auch wieder zusammenspielen können. Es sind halt immer ja, relativ wenig gekommen. Weil das Spiel halt auch nicht so sehr anlockend ist sozusagen, oder die meisten in anderen Reichen sind, wo sie ja schon einen Clan haben oder so, aber jeder, der gerne mal beginnen will mit Regnum, der darf gerne bei mir mal ja zu mir kommen in Ignis Valhalla, also der Server heißt Valhalla, und dort können wir mal zusammen zocken. Es wäre gut, wenn Leute gibt, einfach die mich ein bisschen begleiten, weil es ist sehr schwer aufzunehmen. Sonst kann ich dann plötzlich wieder keine Videos machen, weil ich einfach nicht weiterkomme, weil es halt einfach langweilig ist oder andere Sachen hat. Und ja. Ich tue jetzt mir wirklich noch ein bisschen ja, Unlock, also dass ich da gut zocken kann, aber wie lange es geht, bis es mir wieder zu langweilig ist, das weiß ich nicht. Also, ihr könnt da viel entscheiden. Also, je mehr Leute ich habe eigentlich, mit denen ich lustige Sachen machen kann, also eben zusammen leveln im gleichen Level wäre sogar das Beste. Aber ich meine einfach so ein bisschen Clan, also etwas, was spannender ist, als einfach nicht weiterkommen und Langeweile zu haben, dann dürft ihr da gerne mir einfach irgendwie im Video einen Kommentar schreiben. Wir können uns ja dann bei Skype oder Teamspeak 3 treffen und ja, dann können wir zusammenspielen, weil zusammenspielen ist immer besser. Vor allem in einem Spiel, wo halt viel Grinding ist, wie hier in diesem Spiel. Und ja, ich habe es gesehen, es macht halt das Spiel nicht schlechter, also nicht viel schlechter. Es wäre natürlich viel besser, wenn die Entwickler endlich mal das Grinding rausmachen würden. Aber ja, geht halt meistens nicht so, weil die Entwickler sich ja ein bisschen stur verhalten. Naja, aber nun gut, es ist halt nun mal so. Wenn die Entwickler natürlich nicht hören auf die Spiele, dann ist es immer so, dass es so ist, dass die Spiele dann weg abhauen, oder? Und ich möchte ja, dass es halt ein bisschen besser ist, das Spiel ein bisschen mehr motiviert und alles Mögliche. Okay, ich bin überlastet, gut. Weil die Regnum ist ja mega gut angekündigt worden mit neuer Innovation, Air Fire und so.
Die Closed Beta war sehr, sehr voll. War schon zu voll. Und dann ging es bergab. Und ich bin der Einzige, oder ja, ich bin einer der Einzigen, der noch drin ist und immer spielt. Und da ist die Motivation halt auch eher im Keller. Und trotzdem gibt es so eine große Spielanhängschaft, die einfach auch Videos in YouTube sehen wollen und so weiter. Und ich bin auch immer noch top motiviert, aber kann es nicht so gut spielen, weil nach einiger Zeit schon eh wieder langweilig wird oder so. Und deshalb brauche ich da ein bisschen Motivation natürlich auch von eurer Seite. Weil es macht einfach mega viel Spaß dann im RVR, aber wenn man dann immer wieder merkt, ja, man ist zu schwach, die anderen Spiele sind einfach zu weit und alles, sie macht keinen Sinn und so, dann ist es halt auch nicht mehr so gut. Also es ist eben das, ihr seid dafür verantwortlich, wie gut das Spiel ist und nicht die Profis, nicht die Leute, die sich totlangweilen dort oben. Und ja, Syrtis, es ist langsam, also es ist wirklich langsam kindisch, wie die Syrten langsam immer wie geiziger werden und immer wie ja, dass es nur auf eine Richtung geht, die Igen und die Alsen gar nicht vorwärts kommen und so weiter. Tja. Oh. Ah, das ist der alte Helm. Da kann ich weg. Kampfbogen, Level 29. Habe ich einen besseren Bogen? Ah, hier. Ja, gut. Ah, das ist der andere. Das ist der zweite, den wir bekommen. Der ist so Kurzbogen, genau. Gut. So. Ja, es hat sich einiges geändert, also einiges, einfach bei mir Jäger hat sich ein bisschen geändert, nämlich nur noch besänftige Kreaturen, nicht zähme Bestien und Humanoiden oder wie das hieß, sondern nur noch ein Skill zum Zähmen und dafür irgendwas anderes dazu. Ich kann mal kurz schauen. Ich muss jetzt zum Trainer, genau. Aber hier werden die Skills, genau. Hier werden die Skills und man sieht es nicht, weil ich noch nicht die Level konnte. Gut. So, okay, es ist unten. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Also wir sind jetzt Jäger, also wir haben ja längere Zeit Baba auf Ra. Davor Schützerfrau und es war halt wirklich sehr mühsam allein. Und Jäger macht viel mehr Spaß. Ich hoffe, ich kann euch auch motivieren, weil Motivation braucht man halt. Und eben wenn wir zusammen hier spielen können, dann macht es uns viel, viel mehr Spaß, auch wenn das Spiel nicht so viel Spaß macht. Und ja. Auch ein bisschen Leistungsprobleme hier macht beim Oberrostgäste Software. Ich hoffe, es geht aber genug lang. Jetzt geht es auch wieder runter. So, nur da bei der Stadt so. Beim Dorf. Das ihr aber gar nicht merkt. Das merkt nur der Oberrostgäste Software in der Anzeige. Also da wird da nichts langsamer oder schlechter oder ja, verzerrt oder leckt. Sowieso nicht. So. Ja, machen wir die restlichen Quests. Jetzt bin ich ja Level 31. Ja, bis Level 40 wahrscheinlich pro Level eine Quest. Und ja, dann langsam schauen, dass wir da einfach per Mob leveln können. Wenn wir wieder Mobs töten. Und vielleicht dann anfangen. RFR machen zu machen und dann einfach zeige ich mal,
die FR-Sachen und tut dann immer wieder während des Kämpfens irgendwo hingehen und dann angreifen und dann wieder unsichtbar machen. Weil anders geht's nicht. Ich weiß noch, als Schütze, da wurde ich eigentlich immer favorisiert. Ich hoffe, ich werde nicht so favorisiert. Oder einfach immer einen Schlag und dann wieder unsichtbar machen, weil die Gegner bekommen keine R. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Ja, die Reichspunkte, oder? Und töten uns trotzdem immer als erstes. Also es ist einfach so eine unnütze Ding für mich und für die Gegner. Deshalb lieber die Gegner halt ein bisschen angreifen, sobald ich kann. Und eher auf mich schauen. Weil sie werden ja mich sowieso nicht nervig finden, weil ich sowieso keinen Schaden mache. Aber dass ich die mich einfach ein bisschen sicherer fühle. Und dann kann ich einfach zeigen, oder eben die Reichsschlachten zeigen. Tue mich aber nicht in Gefahr setzen. Und ja, da geht es auch viel besser. Deshalb habe ich auch Jäger gewählt. Nur wegen dem, dass ich euch die Schlachten zeigen kann, ohne dass ich die ganze Zeit sterbe. Ihr wisst ja, wenn man schlecht ist, dann hat man viel mehr Gefahren, oder? Und ich muss auch wieder auch ein bisschen höher kommen. Und das mache ich, sobald ich eigentlich genug Schaden an den Gegner machen kann. Dann dort mit dem Airfare und hoffe, dass es gut geht, weil ein Jäger wird nie natürlich so stark werden, dass er ein Barbar das so töten kann. Ja. So, 2 von 5, gut. Da ist gerade momentan niemand da von denen. Vielleicht hier hinten. Alte Grifo. Ne. So, bald fertig. Der Geist können wir besiegen, glaube ich. Der ist nämlich, ja, leicht, sehr leicht, sehr einfach. Gut, ja, das Wichtige ist auch, dass ich ungestört leveln kann, dass keiner kommt von den Syrten und von den Eisen. Und dass ich auch so ein bisschen ungestört leveln kann, dass ich einfach nicht gerade in den Zeiten komme, wo die Spieler am häufigsten hier herumgammeln und Spiele killen. Das ist böse, das wissen die, aber machen es trotzdem, weil sie natürlich Königreichspunkte sammeln wollen, ohne Sinn. Das ist wieder der Entwickler schuld, weil sie das eingefügt haben in den Königreichspunkten. Und ja, nein, es ist einfach halt schwer, oder? Und dann muss ich als Aufnehmer, also der Let's Player, muss halt eine Klasse wählen, der halt nicht so mächtig ist, aber dafür gut leveln kann. Und ja. Muss noch nicht klicken hier. Deshalb ist es gut, dass ich Jäger bin und einfach den Levelkillen aus dem Weg gehen kann. Und ja, auch vorwärts kommen dadurch. Und dem dürfen wir jederzeit helfen. Ist gut, wenn ihr eben einen Charakter habt bei Level 30, 32, ja, bis Level 33 oder weiter bisschen. Und dass wir einfach schnell vorwärts kommen, da auch dann Airfare machen kann. Also ihr seid dazu in der Lage, mir ein bisschen mehr helfen als ich mir selber, dass wir schnell Airfare in den Videos haben, oder? Jederzeit könnt ihr treffen, auch wenn ihr schlechter seid als ich. Auch wenn ihr erst kürzlich kommt nach Ignis. Hauptsache ihr seid bei Ignis in Valhalla, Server Valhalla.
Und dass wir da Spaß haben. Je mehr Spaß haben, desto besser ist, oder? Und sonst muss ich halt einfach wieder sagen, ja, natürlich doch wieder nicht mehr Let's Playen Rechnung. Und eher Spiele Let's Playen, die halt etwas neuer sind oder bisschen mehr motivieren halt einfach nur. Und kann euch halt einfach nicht mehr so anbieten, aber ich würde ja gerne die ganze Zeit immer nur Rhythmus spielen. Und dafür sind auch die Entwickler eben zuständig, da mal ein bisschen besser zu patchen. Die machen aber relativ wenig, weil sie immer nur in den schlechten Handyspielen herumgammeln. Aber nun gut. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Handy gespielt, weil ich immer wieder auswärts war. Einfach irgendwo auf einer Bank saß, im Wald oder auf einer Wiese. Ein bisschen Handy gespielt habe, weil es zu Hause zu heiß war, zu schwitzig. Und ja, jetzt muss ich nicht mehr zurück hier. Gut. Ja, deshalb. Ich sah es einfach, wie schlecht die Handyspiele eigentlich sind. Es kam Mini-DayZ raus. Eine Ablehnung vom DayZ einfach auf dem Handy. Und das ist sowas von schlecht. Also, es ist Wahnsinn. Handyspiele sind so mega schlecht. Tut mir leid für die, die Handyspiele spielen, aber für PC-Spiele ist das überhaupt nichts. Es ist überhaupt keine Qualität. Und deshalb ja, fühle ich das natürlich auch so. Und aber eben, dass die die Spiele überhaupt noch auf Handys machen müssen, naja, weiß es auch nicht. Es ist halt einfach so, sie sind kostenlos, sie sind gut, wenn man auch unterwegs ist. Aber die Leute haben überhaupt noch kein PC-Gesicht gehabt, die haben noch keine PC-Spiele gespielt. Die wissen gar nicht, was das für gute PC-Spiele gibt. Also lieber PC-Spiele kaufen als irgendwelche Handyspiele. Und deshalb kommt da nicht so viel für PC. Das ist ein bisschen schade. Ich werde aber auf jeden Fall bald noch mein Geld investieren für bessere PC-Spiele. Und da kann es also schon sein, dass es halt nicht mehr so, ja, lohnenswert ist, oder? Ist ein bisschen schade, aber Regnum ist wirklich ein tolles Spiel. Wenn es nur klappen würde, wenn es nur einfacher wäre, mit den anderen Leuten FR machen und so weiter. Aber nein, es ist alles sozusagen mit Grinding verbunden, bis man endlich dann eine Chance hat im FR. Na gut, aber ja. Hauptsache, man kann das Spiel natürlich spielen. Euch gefällt es, mir gefällt es. Und das Gute kommt dann, wenn es natürlich auch von eurer Seite Gutes kommt. Also muss nicht unbedingt für eure Seite natürlich kommen. Aber je mehr wir es sind, desto ja, besser ist es einfach, oder? Und nicht die Leute, die hier Debris sind oder ohne Lust. Aber das ist irgendwie keine Community, die alles ablehnen und einfach nur sich cool finden, weil sie in Syrtis sind. Oder die Hosten von Ignis. Bei ISO sind meistens nur ganz, ganz, ganz Profi. Das sind die Leute, die immer nur spielen und spielen und spielen. So, ich werde mir hier noch ein paar Dinge holen. Okay, Crafting. So. Ich habe jetzt einfach die genommen, weil ich da viele grüne, also schon grüne habe, oder? Die weitergehen. Okay. Ja, wir können eins mehr machen hier. Super. Ein anderes können wir da nicht machen. Jetzt würde ich nur kurz hier schauen. Da. Naja. Na gut, geht nichts. Vergeltung ist auch ein bisschen schlecht. Das nützt nicht so viel. Ja, dann wäre das wieder der Ausweichende, aber da bringt ja nicht so viel Zweck. Die Intelligenz bringt nichts. Zauberspruch dann später. Ja, also müssen wir alles auf Tiere nehmen. Schade.
Tiere und dieses andere. Gut. Bei Amerika habe ich gesehen, dass das einfach das Problem ist, dass die Zauber echt nicht weit wirken. Er zwar schießen kann weit, aber die Zauber nicht gehen. Es bringt einen Langbogen, wenn man eben die Zauber nicht so weit einsetzen kann. Deshalb lieber auf Angriffsgeschwindigkeit buff. Es gibt irgendwie zwei beim Schützen. Und nur einen, weiß jetzt auch nicht genau. Ja, genau. Einen beim Schützen und einen beim Langbogen. Nein, Kurzbogen. Bringt dann nicht so viel, weil man nicht so weit schießen kann. Also muss man Langbogen tragen. Und deshalb ist die Schütze irgendwie ein bisschen komisch, weil man muss mit dem Schützen viel Schaden machen mit dem normalen Angriff, sonst keine Chance. Man ist zu schnell tot. So, hier eine töten. Gut. Oh, hallo. Mausprobleme. Wieso ist der Wälder total so verletzt? Immer warten. Immer auf die Regeneration warten. Haustier heilen. Okay, ist wenigstens genug stark. Lieber Haustier heilen vor dem Kampf. Ich würde das eher mitten im Kampf einsetzen, aber naja. Also, wo waren wir? Also eben, Schütze wäre gut gewesen zum Aufnehmen, weil von Weitem angreifen kann. Nützt aber nichts, weil es einfach nicht geht. Wegen der Reichweite, wegen den low-leveligen Sachen. Nicht Hyäne, sondern Barbar. Der hat das Problem, dass es viel zu schnell tot ist, immer favorisiert wird. Also immer zuerst angegriffen wird. Und dann, ja, einfach stirbt und ich kann dann mich wieder aufnehmen. Also ich muss dann wieder hinlaufen. Kein Erfolg sein. Und beim Jäger ist es so, dass ich trotzdem vorne sein kann und mich unsichtbar machen kann. Aber keine RP, also nichts bekomme. Keine Kriegs-KRP. Und keine EXP. Also muss ich halt einfach leveln. Und ihr könnt auch gerne mir eben auch helfen. Einfach dabei sein. Einfach vielleicht mir ein paar Items geben zum Besserleveln. Ja, Paladin bringt nicht so viel Beschwörer machen. Der mir einfach bufft zwischendurch. Aber ja, man hat mir die EXP nicht wegnimmt. Und dann, wenn wir dann so weit sind, können wir dann RFR machen. In unserer Gruppe, in unserem Clan oder so. Ja, ist doch viel besser. Wir müssen nicht mal Geld dafür ausgeben, ihr müsst eigentlich nur ein Reittier bekommen und das könnt ihr auch mit Regnum Gold holen, also nicht mit Echtgeld. Kostet, glaube ich, um 15.000 pro Woche. Das bekommt ihr sehr schnell über. Und ja, dann können wir zusammen hochleben. Aber sonst macht es irgendwie nicht so viel Sinn, weil ich komme dann nicht mehr vorwärts und dann höre ich halt auch wieder auf. Eventuell habe ich dann wieder Aufnahmeprobleme oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, oder? Also, fände ich es so richtig toll. Wenn einfach ein paar Leute Level, also Let's Play unterstützen. Ich bin der einzige Let's Play natürlich und deshalb ja. Ich würde ja gerne ein paar mehr Let's Player sehen, aber minimalst. Einmal hat einer begonnen kurz und dann hat er wieder aufgehört. Und mehr war da nicht. Und bei mir ist es also so, dass ich ja nicht so viel aufnehmen kann, auch wenn ich wieder ein bisschen technische Probleme habe bei Open-Broadcaster Software und eben wenn es so eine Hitzesommer hat oder ein eiskalter Winter dann auch wieder, ist mal so, also ihr seht, globale Erwärmung, schwer,
Tja. Ja. Und wenn ich Motivation habe, dann habe ich natürlich so viel Motivation, dass ich trotz Hitze Sommer gut aufnehmen kann oder kalter Winter gut aufnehmen kann. Im Winter ging alles gut, im Frühling eigentlich auch mit den Livestreams, weil halt einfach viele Leute Livestreams wollten, mache ich ja das. Und ihr könnt dadurch ganz auf viel entscheiden, dass ich mehr Rechnung mache. Und so weiter. Also, wieso nicht? Also nur stumm zu sein und warten, bis ich wieder aufhöre zu Let's Playen, dürft ihr gerne da viel besser mitmachen. Aber ihr müsst es natürlich nicht. Ich zwinge niemand. So, unten durch halt. Gut. Also. Im ersten Part bin ich ja noch nicht so drin, klar. Nach einem Jahr, oder? Aber ich hoffe, ich bin dann wieder drin und dann motiviert es mir auch mehr. Euch vor allem. Und mal schauen. So, schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Hier runter, da können wir vielleicht noch machen, die 2 Minuten. Ich habe sicher viele Quests, die ich ausgelassen habe, nicht gemacht habe. Machen wir jetzt mal ein paar Parts. Und dann müssen wir bei den Mobs, ganze Zeit Mobs töten. Ist das einer? Ja, aber nur einer. Ach komm, geh weg. Also momentan ist eigentlich am motivierendsten gerade, weil ich gerade auch gut vorbereitet bin, sozusagen. Eben gerade eine gute Klasse gefunden habe, obwohl es mir nicht gefällt, beziehungsweise gefällt mir schon. Aber die ganze Zeit die Monster auszurichten und das Abhauen und so, ist nicht so die Sache. Bei Monster kann man halt nicht so oft gut abhauen. Aber es läuft eigentlich sehr gut, oder? Man muss halt auch manchmal ein bisschen die Langeweile und so ein bisschen weglassen und einfach nur machen, oder? Und sagt mir, wie es euch gefällt, weil ihr werdet sicher weniger Recken gespielt haben, ihr wollt sicher mehr sehen. Deshalb kann ich das ein bisschen besser beeinflussen, aber trotzdem, es ist eigentlich die Langeweile überhaupt nicht mehr da bei mir. Ich merke nur, dass es einfach wieder langweiliger sein kann. Aber na gut, wenn man nicht weiterkommt, das ist nur die Sache. Und deshalb könnt ihr auch gut mich da unterstützen. Wenn ihr wollt, wenn ihr überhaupt wollt und so weiter. Und ich hoffe, dass die Entwickler bald wieder Pässe rausbringen, die auch ein bisschen mehr machen als nur Balancing. Oder eben so Skills zusammenquetschen. Naja, also, dann machen wir die Quests im nächsten Part weiter. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn ihr dabei seid, mich abonniert oder einfach liked, dass ich sehe, ja, gut, ich kann die Aufnahmen machen ohne schlechtes Gewissen, ohne unnützes Gewissen. Und ja, aber jetzt gibt es natürlich wieder vermehrt Videos, da der Umbrot-Software auch nicht mehr so Probleme macht bei mir. Keine Ahnung, was los ist. Also, dass es irgendwie nicht so gut klappt mit den Spielen, die ich halt besitze und so. Naja, es ist halt abhängig von den Spielen. Gut, also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.